Okay, ihr Lieben, es dauert jetzt gar nicht mehr so lange, dass wir in den Genuss kommen, den neuen Monsterverse-Ableger Godzilla Kong in den Kinos bestaunen zu können. Und ja, ich weiß, dabei gibt es immer noch so eine kleine, das ist irgendwie so ein kleiner, schlechter Nachgeschmack der ganzen Nummer, da der Film jetzt ja fast weltweit bereits am 23. März in den Kinos startet. Nur bei uns in Deutschland eben aufgrund der Osterfeiertage erst am 4. April. Oder am 3. April, ich werde sie gerade nochmal einblenden. Auf jeden Fall werden wir den Film hier erst später zu Gesicht bekommen. Deswegen dachte ich mir als kleines Goodie, besprechen wir jetzt hier einfach nochmal eine der wohl am häufigst gestelltesten Fragen auf meinem Kanal, ob ich nicht mal ein Video über Shimo an sich machen könnte. Ja, Shimo ist so das neue ultimative Monster, auf das wir doch irgendwie alle sehr gespannt sind. Und Legendary und Warner halten sich dabei relativ bedeckt, das Tier wirklich auch in Gänze zu zeigen und uns hierbei mit Informationen zu füttern. Allerdings haben wir bereits einige Informationen über Shimo sammeln können und, naja, ebenfalls einige Theorien, die wirklich ausgeklügelt sind. Das heißt, was die Größe von Shimo angeht als Beispiel, da gibt es, und nein, da gibt es noch keine offiziellen Angaben. Allerdings gibt es da draußen Menschen, die wirklich anhand des zweiten Trailers oder eben auch des chinesischen Trailers und anhand von den zahlreichen Clips, die wir bekommen haben, Shimos Größe relativ nachvollziehbar bestimmt haben. Darauf werden wir auf jeden Fall auch nochmal hier eingehen. Und nein, Shimos Größe ist noch nicht offiziell bestätigt. Es gibt noch keine offiziellen Daten von Warner selber, von irgendwelchen Spielzeugen oder ähnliches, was uns die Größe von Shimo wirklich 1:1 offiziell liefert. Das heißt ja, das Thema dieses Videos hier wird die Mutter der Titanen werden und alle Informationen und Theorien, die ihr jetzt eben hier mitgeteilt bekommt, was diesen Titanen angeht, erhaltet ihr, und das müsst ihr euch im Hinterkopf behalten, bevor der Film im Kino läuft. Wenn du dieses Video jetzt also siehst, nachdem der Film auch hier bei uns in Deutschland im Kino angelaufen ist und dir vielleicht denkst, hey Moment, aber Shimo konnte doch durch die Zeit reisen, das hast du überhaupt nicht erwähnt, dann auf jeden Fall aus dem Grund, da der Film zu dem aktuellen Zeitpunkt hier noch nicht erschienen ist. Da Shimo aber wie gesagt ein relativ, naja, unbekanntes Blatt ist, habt ihr mich darum gebeten, doch mal bitte ein Video darüber zu machen und eben alle Informationen zu präsentieren, die wir aktuell über diesen Titan haben, und da kommen schon einige zusammen. Deswegen auch hier Spoilerwarnung, eventuell kennt ihr diese Informationen noch nicht, vielleicht wisst ihr das aber eben auch alles schon. Ich sag's nur einfach vorneweg, wenn ihr gar nichts wissen wollt über die Geschichte und eben über Shimo selber, dann schaut das Video am besten erst, nachdem ihr den Film gesehen habt. Ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt einfach los. Viel Spaß mit dem Video. Ja, die ganze Nummer mit Shimo ist tatsächlich so eine Sache. Und Warner Brothers ist wirklich darauf bedacht gewesen, sehr geheim zu halten, dass Shimo überhaupt existiert, was dann irgendwie nicht so ganz glücklich war, da man ja auch Spielzeuge veröffentlicht hat mit Shimo. Das war, glaube ich, sogar der allererste Punkt, wo Leute auf diesen Titan aufmerksam geworden sind, und mich hat sie auch schon erwischt, dass ich wohl zu viel gezeigt hatte, und deswegen wurden mir auch hier zwei Strikes reingehämmert. Das hat sich inzwischen zwar auch schon gelöst, auf jeden Fall waren die relativ empfindlich. Umso weniger nachvollziehbar für mich zumindest, dass Warner genau jetzt einen Clip nach dem anderen raushaut. Und in Sachen Spoilern auf dem Kanal habe ich sehr häufig bestimmte Spoiler besprochen, bestimmte Informationen, die wir bekommen haben, oder auch bestimmte Leaks. Ich habe das allerdings immer im Titel angegeben und immer vor dem Video gesagt. Das heißt, die Spoiler, die ich hier an euch weitergegeben habe, die musstet ihr nicht sehen, wenn ihr einfach schlau genug war, zuzuhören und das Video rechtzeitig abzuschalten, wenn ihr das eben nicht wolltet. Waren leider nicht alle von euch gewesen, ist ein bisschen schade. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich sehr wahrscheinlich zum Zeitpunkt vom 23. März bis zum Kinostart in Deutschland, also am 3. oder 4. April, werde ich mich sehr bedeckt halten, was die Recherchen im Internet angehen. Denn ihr könnt einen drauf lassen, dass ein Film, der bereits vor Release in irgendeinem Kino weltweit so dermaßen geleakt wurde, dass dieser Film komplett auseinander analysiert wird, bereits am ersten Tag, wenn der Film im Kino erscheint. Und das mag jetzt so ein bisschen paradox klingen, weil Tobi, du bist doch der, der andauernd die Leaks veröffentlicht und das und das und das, das ist vollkommen richtig. Aber trotz allem habe ich mir irgendwie auch dann doch gedacht, ich möchte die Sachen, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sind, die ein, zwei Dinge, bei denen Warner es vielleicht noch geschafft hat, irgendwie einen Riegel davor zu schieben, die will ich mir dann auch für den Film aufheben. Das heißt, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr das Ganze handhaben werdet. Werdet ihr das Internet weitgehend meiden, um euch mögliche Spoiler zu verhindern, oder sagt ihr eben, nö, ich habe mir auch deine Videos alle angeschaut, von daher ist mir das vollkommen egal. Beginnen wir jetzt aber mit dem eigentlichen Thema, mit Titan Shimo.
der Mutter der Titanen. Und ja, über Shimo wussten wir am Anfang relativ wenig. Der allererste Leak, den wir zu diesem Titan bekommen haben, der wirklich groß auf dem Plan stand, war nicht Call of Duty, dazu komme ich gleich noch, war tatsächlich ein Leak, bei dem es hieß, dass der neue Antagonist, der Orang-Utan-Gegner, von dem wir inzwischen wissen, dass er Scar King heißt, dass der einen Untertan hat und das wäre irgendein Eishund, den dieser Orang-Utan-Gegner mit einer Waffe, mit einer Peitsche kontrollieren konnte. Und das hat sich im ersten Augenblick schon sehr bescheuert angehört, weil ich mir gedacht habe, okay, wird das jetzt irgendwie so wie so ein Mafia-Boss, der dann so Hunde an der Leine hat? Und im Endeffekt wissen wir jetzt, nee, das Ganze ist wohl doch ein bisschen komplizierter. Und dann haben wir nach und nach immer mehr über diesen Titan herausgefunden. Inzwischen wissen wir zum Beispiel auch, dass Shimo zu den sogenannten Reptilien-Titanen gehört. Ja, auch die Titanen werden noch einmal in verschiedene Unterkategorien klassifiziert. Unter anderem ist ebenfalls auch Godzilla ein Reptilien-Titan. Darauf gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer ein, was das jetzt wirklich zu bedeuten hat, dass Godzilla und Shimo wohl nun wirklich derselben Kategorie angehören. Shimo kennen wir ebenfalls nicht aus den Toho-Filmen. Nein, der Titan wurde extra von Legendary für den Film Godzilla Kong entwickelt und eben auch designt. Und ja, wir haben hier so ein paar Anleihungen, die dann doch irgendwie so ein bisschen an Space Godzilla erinnern, wegen den Kristallen auf dem Rücken oder eben auch zum Teil an Anguirus, habe ich öfter von euch gelesen, das würde auch einigermaßen passen. Aber Shimo gibt es eben in dieser Variante, wie wir sie nun hier im neuen Film kennenlernen, in den Toho-Filmen nicht. Nein, Shimo und auch Scar King sind Eigenkreationen von Hollywood und eben von Legendary und Warner. Neben dem großen Titel The Mother of the Titans, also die Mutter der Titanen, wird Shimo auf verschiedenen Spielzeugverpackungen immer wieder als der zweite Antagonist dargestellt und eben auch betitelt. Shimo ist The Next New Threat, also die nächste große Gefahr neben Scar King. Hier werden die beiden also irgendwie auf eine Stufe gestellt. Das Ganze wird mehr oder weniger fürs Marketing da sein, denn wir können schon ganz stark davon ausgehen, dass Shimo nicht einfach nur rein böse sein wird, denn wenn beide auf derselben Seite wären, dann müsste ja Scar King Shimo nicht irgendwie manipulieren oder kontrollieren, dann würden die einfach so zusammen kämpfen. Das ist ja eben offensichtlich nicht der Fall. Shimo wird von der Firma Legendary selbst als legendärer Eistitan betitelt, welcher unaufhaltsame, weltvernichtende Kräfte haben soll. Und ja, inzwischen wissen wir ja, dass Shimos Kräfte sich auf das Element Eis fokussieren. Das sehen wir zum Beispiel auch in dem ein oder anderen Trailer. Zuletzt haben wir den Angriff von Shimo auf Kong gesehen im chinesischen Trailer. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das habe ich dir gerade mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken und das Ganze anschauen. Wenn du den Trailer noch nicht gesehen hast, der ist ebenfalls hier in der Beschreibung unten verlinkt worden. Und insgesamt können wir sagen, dass wir diese Fähigkeit von Shimo auch hier und da schon mal gesehen haben. Es gibt ja die Theorie, die besagt, dass Shimo sogar damals für die Eiszeit verantwortlich gewesen ist. Und die Beschreibung jetzt hier von Legendary würde zu der ganzen Nummer noch einmal passen, da es eben heißt, er hat wirklich weltvernichtende Kräfte. Und es gab früher schon einmal eine Theorie, die gemeint hat, oder einen Leak, der behauptet hat, Shimo ist nicht einfach nur für die Eiszeit verantwortlich gewesen, sondern ebenfalls für das Ende der Dinosaurier. Und ich weiß, bevor ihr jetzt hier reinschreit, aber Tobi, die Dinosaurier wurden nicht durch die Eiszeit ausgelöscht. Ey, wir reden hier über das Monsterverse. Wenn man sich jetzt hier und da bestimmte Dinge einfach rauspickt, die dann vielleicht verändert, bitte, dann habt irgendwie Nachsicht, denn sonst geht das Gejammer wieder los, wie damals bei Jurassic World Dominion, wo es hieß, der Giga und der T-Rex können nicht aufeinandertreffen. Wen interessiert's? Wenn das der einzige Punkt an diesem Film sein sollte, der euch am Endeffekt stört, dann ist es doch ein ganz guter Film geworden. Und wie gesagt, die Theorie muss ja ebenfalls nicht stimmen. Allerdings glaube ich, dass die ganze Nummer mit der Eiszeit dann doch relativ wahrscheinlich ist. Ob die Dinosaurier dann dabei auch noch eine Rolle spielen im Film, ich glaube es irgendwie selber auch nicht. Und es würde auch den Film jetzt nicht irgendwie weiterbringen, wenn man das Ganze jetzt so deichseln würde, dass die Geschichte einfach anders verlaufen wäre. Aber ey, wenn es dann irgendwie doch so ist, dann bin ich schon mal auf den Shitstorm der ganzen Hardcore-Nerds gespannt, was dann auf jeden Fall im Internet abgeht. Die Existenz der Mutter der Titanen wurde das allererste Mal in einem Videospiel angekündigt, quasi ähnlich wie damals die Rückkehr von Imperator Palpatine in Fortnite angekündigt wurde, nur halt eben extrem schlecht, weil du musst quasi dieses Fortnite-Event gespielt haben, um zu verstehen, was in Star Wars dann später erzählt wird. Das haben sie jetzt hier ein bisschen cleverer gemacht. Shimo wurde nämlich ebenfalls in einem Videospiel angeteasert, und zwar in Call of Duty. Da haben wir 2022 ein großes Godzilla vs. Kong Special bekommen, in welchem man dann in Warzone hieß das Ganze, glaube ich,
auf einer riesigen Map gegen andere kämpfen konnte. Währenddessen haben sich aber dann auch Godzilla und Kong auf der Karte auf die Fresse gehauen. War eine ziemlich coole Aktion und hier konnte man einige Easter Eggs zu Godzilla Kong finden. Unter anderem eben auch diese Zeichnung, in welcher man Shimo das allererste Mal sieht. Und interessanterweise sieht man hierbei auch, wie Godzilla und Shimo gegeneinander zu kämpfen scheinen. Und ja, auch hier gibt es von vornherein eine Theorie, die besagt, Shimo und Godzilla kennen sich schon ein bisschen länger, beziehungsweise Godzilla weiß genau, wer Shimo ist. Und das könnte auch im Endeffekt der Grund sein, warum Godzilla im Film so radikal vorgeht und so durchdreht, als er eben merkt, okay, Shimo ist wieder zurück. Die beiden, die kennen sich auf jeden Fall. Und ja, diese Höhlenmalerei, die macht so ein bisschen die Fantheorie kaputt, dass Shimo damals Ghidorah eingefroren hat. Da gibt es ja auch die Theorie, dass in der Welt des Monsterverse damals kein Asteroid auf die Erde geschlagen ist und die Dinosaurier ausgelöscht hat, sondern eben quasi Ghidorah in Form eines Asteroiden, der eben auf die Erde gekommen ist. Und daraufhin hat dann eben Shimo Ghidorah eingefroren und Godzilla hätte irgendwie auch noch mitgeholfen, weil auch Godzilla und Ghidorah kennen sich ja schon, wie wir wissen. Allerdings macht die ganze Theorie, wie gesagt, keinen Sinn mehr, wenn wir uns diese Höhlenmalerei mal anschauen. Denn hier scheinen wirklich Shimo und Godzilla gegeneinander zu kämpfen und nicht miteinander. Warten wir es mal ab. Ich würde es auf jeden Fall ganz cool finden, wenn das doch irgendwie zusammengehören würde, dass Shimo auf die ein oder andere Art und Weise dann doch für das Ende von Ghidorah verantwortlich gewesen ist und dann Ghidorah in diesen Eisblock eingefroren hätte. Shimo wird von Fans immer noch ganz gerne mal falsch ausgesprochen oder eben auch falsch geschrieben. Ja, immer wieder bekomme auch ich Nachrichten von euch, wo drin steht, ey, kannst du mal irgendwie über Shimo reden oder hast du schon das von Shimo gehört? Wer genau ist eigentlich jetzt Shimo? Was meinst du, wie groß Shimo ist? Und ja, das Tier heißt wirklich Shimo, genauso wie auch Scar King, nicht mit C, sondern eben mit K geschrieben wird. Bei Shimo ist das Ding ganz einfach, dass der Name dieses Kaijus das allererste Mal durch einen Audio-Leak gedroppt wurde. Und da wurde eben dann ganz unverständlich der Name Shimo von sich gegeben. Oder eben Shimo, nur eben, wie gesagt, nicht gerade verständlich. Und daraufhin hat sich dann eben der Name Shimo groß verbreitet. Aber nein, das Tier heißt wirklich Shimo. Das heißt im Japanischen übersetzt so viel wie Kälte, Kalt oder auch Frost oder Grauhaar. Auf Suaheli bedeutet der Name übrigens so viel wie Loch oder Abgrund. Also das ist auch nochmal eine sehr negative Darstellung für diesen Kaiju. Was aber auch wieder zu der Fähigkeit von Shimo passt, dass sie ja in der Lage ist, wirklich, wie von Legendary beschrieben, die Welt zu zerstören. Shimo sollte nach dem Erfinder des Kaiju, Jared Krzyzewski, ursprünglich eigentlich männlich sein. Im fertigen Film, den wir jetzt im Kino sehen werden, ist Shimo allerdings ein Weibchen. Und ja, Shimo ist auch offiziell als Weibchen gekennzeichnet worden. Warum dieser Switch stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Das Ganze soll auch null Auswirkungen auf den Film später haben. Und jetzt könnt ihr wieder alle schreien, man musste ja eine Frau einbauen, Mir wäre es lieber, wenn die Leute einfach die Schnauze halten würden. Aber ja, tatsächlich ist Shimo eben einfach ein Weibchen. Und an alle Leute, die so ein Problem mit der Wokeness haben, ja, der mächtigste Titan im gesamten Monsterverse ist eine Frau. Die Ähnlichkeit zwischen Shimo und Godzilla Evolved ist laut Krzyzewski, also dem Erfinder von Shimo, kein Zufall. Dabei hat man sich etwas gedacht und ja, hier gab es ebenfalls schon die Theorie, dass Shimo quasi ein Vorfahre von Godzilla ist. Das würde ich jetzt überhaupt nicht mal unterstreichen, das kann im Endeffekt natürlich eintreffen, aber hier wird eher darauf eingegangen, dass Shimo und Godzilla ja derselben Spezies angehören, und zwar der Amphibien-Titanen-Spezies, und die sehen dann eben wohl alle relativ ähnlich aus. Das heißt, ja, da bin ich schon sehr gespannt, ob man da im Film vielleicht auch ein bisschen mehr drauf eingehen wird und uns vielleicht auch mal erzählt, wie viele Spezies denn wir jetzt wirklich haben. Haben wir die Insekten-Titanen, haben wir die Wasser-Titanen, die Fisch-Titanen, haben wir die Säugetier-Titanen, haben wir die Amphibien-Titanen oder wie man das Ganze eben auseinanderfriemeln würde, da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt drauf, ob man da ein bisschen näher drauf eingeht. Shimos gesamter Körper ist von Kristallen umgeben, das sehen wir auf seinem Rücken. Er hat, ähnlich wie Godzilla, diese gewaltigen Platten auf dem Rücken, nur bei Godzilla sind es eben wirklich große Schuppen, bei Shimo sind das Ganze wirklich echte Kristalle. Und genau wie Godzilla evolved, hat auch Shimo am Schwanz hinten so einen Stegosaurus-ähnlichen Stachelschwanz, mit dem er sich sowohl verteidigen als aber auch angreifen kann. Und auch dieses Detail ist bei beiden identisch. Und ja, wie gesagt, möglicherweise kommt zum Schluss dann wirklich raus, dass das irgendwie ein ganz grober Vorfahre von Godzilla ist. Ob man das jetzt wirklich für den Film bräuchte, dass die wirklich
direkt miteinander verwandt sind. Das weiß ich jetzt eben nicht, was man dann auch vorhat mit den beiden Titanen. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die gehören eben zu einem derselben Kategorie. Und deswegen sind sämtliche Dinge, die euch auch im Film auffallen werden, was die beiden angeht, vom Aussehen her, die identisch sind, keine Zufälle. Trotz Shimos enormer Größe sind sowohl Bauch als auch Beine relativ schlank. Das wurde ebenfalls von Legendary selber beschrieben und da bin ich mir nicht ganz sicher, warum das so hervorgehoben wurde. Möglicherweise wird das mehr oder weniger als eine Schwäche von Shimo dargestellt, denn über den großen Rückenpanzer, der von gewaltigen Kristallen bedeckt ist, wird man da wahrscheinlich eher weniger Angriffsfläche haben. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier bereits den ersten Hinweis gegeben hat auf eine Schwäche von Titan Shimo. Wir haben Shimo bisher nur auf allen Vieren laufen sehen und auf bestimmten Spielzeugen ist Shimos Haltung wie von der eines Bären beschrieben worden. Also Shimo hat eine vierbeinige Haltung wie eines Bären. Ebenfalls wird Shimo sich im Film auch wie ein Bär für eine relativ kurze Zeit aufrecht hinstellen können, um somit eben seinem Gegenüber noch einmal zu drohen. Das heißt, Shimo, der so oder so schon gewaltig ist, und auf die Größe kommen wir gleich nochmal zu sprechen, der baut sich genau wie ein Bär eben vor seinem Gegner auf, um eben zu zeigen, wer jetzt hier das Alpha ist. Das haben wir bisher so noch nicht gesehen. Es gibt hier auch Spielzeugverpackungen, auf denen man die Silhouette eines stehenden Shimos erkennen kann. Ich bin da einfach mal sehr gespannt drauf, denn das Tier wird auch bereits sehr mächtig rüberkommen, wenn es auf allen Vieren läuft. Und dann auch mal zu sehen, wie Shimo wirklich dann auch aufsteht und sich dann vor einem Godzilla aufbaut, da können wir nochmal einen ultimativen Vergleich der Größen erhalten und das wird wirklich unglaublich. Shimo ist laut offiziellen Angaben der weitaus größte Titan, den wir im Monsterverse jemals gesehen haben, auch wesentlich größer als Ghidorah selbst, was die Größe angeht. Darauf gehen wir jetzt gleich zum Ende des Videos nochmal genau drauf ein und ey, das wird wirklich gewaltig. Shimo soll laut einigen Leaks ebenfalls in der Lage sein, Eisstürme zu erschaffen und wir sehen ja bereits im zweiten Trailer zu Godzilla Kong, dass Shimo diesen Eisstrahl auf Kong abschießt oder eben auch einmal in die Atmosphäre hochknallt und ich gehe mal davon aus, dass dieser Eisstrahl in die Atmosphäre nach oben für diese Eisstürme sorgen kann, denn wir wissen ja auch, dass ein Teil eines bestimmten Areals, sehr wahrscheinlich Rio, im Laufe des Films auch eingefroren wird und sehr wahrscheinlich meinen sie diese Fähigkeit damit. Möglicherweise gibt es allerdings noch andere auf Eis basierende Fähigkeiten, die Shimo im Film verwendet, die wir allerdings so in den Trailern und Clips noch nicht gesehen haben. Laut Krzyzewski ist Shimo so mächtig, dass sein Eisstrahl den Gegner nur berühren muss, um den in kompletter Gänze einzufrieren. Das unterstreicht wieder so ein bisschen diese Ghidorah-Theorie. Da bin ich jetzt, wie gesagt, sehr zwiegespalten, denn das eine spricht jetzt für die Theorie, das andere spricht wieder dagegen. Wir müssen einfach abwarten, bis der Film draußen ist. Ich würde es auf jeden Fall irgendwie ganz cool finden, wenn man das irgendwie schafft, das so rund zu erklären, dass Shimo doch für Ghidorahs für das Ghidorahs Eisgefängnis verantwortlich gewesen wäre, dann könnte man nochmal so einen ründeren Bogen irgendwie schlagen. Und wer weiß, vielleicht ist die Geschichte ja wirklich so clever aufgebaut, dass wir am Ende dann wirklich eine schöne, runde Story bekommen werden. Der Comic Godzilla Kong The Hunted erscheint zur Aufnahme dieses Videos erst in ein paar Tagen, wurde allerdings auch schon mehr oder weniger geleakt und eine der geleakten Szenen soll eine Erweiterung der Szene sein, die wir bereits auch im Trailer zu Godzilla Kong gesehen haben, nämlich die Szene, in der Kong in der Hollow Earth nochmal in eine Höhle runter rutscht und dann da diese ganzen Totenköpfe vorfindet. Dort soll er ebenfalls Wandmalereien vorfinden, die ganz viele verschiedene Kaiju zeigen. Hier geht man auch ganz stark davon aus, dass in dieser Szene im Film der als ein oder andere Easter Egg erscheinen könnte. Und ich will hier nicht schon wieder Space Godzilla sagen, aber irgendetwas in die Richtung könnte uns an der Wandmalerei dann doch geteasert werden. Auf jeden Fall soll Kong hier auch auf eine ganz große Zeichnung treffen, die uns zeigt, wie Godzilla gegen Shimo kämpft. Und das könnte dieselbe Wandmalerei sein, wie die, die wir auch in Call of Duty gesehen haben, vielleicht aber auch eine andere. Auf jeden Fall ist hier ganz klar die Aussage gewesen, dass Godzilla gegen Shimo gekämpft hat. Also wir haben auf jeden Fall jetzt die Bestätigung, ja, Godzilla und Shimo, die beiden kennen sich. Und das ist dann auch damit der Grund, warum Godzilla in dem Film so extrem aggressiv und rasend ist, weil er eben ganz genau weiß, wozu Shimo in der Lage ist. Möglicherweise ist Shimo sogar mit dafür verantwortlich gewesen, dass an der Oberfläche früher einige von Godzillas Verwandten durch diese neue Eiszeit gestorben sind. Das könnte wirklich auch der Fall sein, dass Godzilla ein persönliches Anliegen mit Shimo hat, während Kong ein persönliches Anliegen mit Scar King hat. Und ja, das würde auf jeden Fall sehr gut in den Film reinpassen und würde dann eben auch erklären, warum wir einmal Affe gegen Affe und einmal Titan gegen Titan in einem Kampf gegeneinander haben. Genau wie bei Godzilla fangen Shimos Zacken, in dem Fall eben die Kristalle auf dem Rücken, an blau zu leuchten, wenn Shimo angreift. Dabei geht man sehr wahrscheinlich auf den Eisstrahl ein, denn Godzillas
Schuppen fangen ja auch erst dann an zu leuchten, wenn er wirklich den Atomic Breath oder in dem Fall jetzt hier den Heat Ray Breath von sich schießt. Und es ist also eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Titanen, dass eben ihre Rückenplatten anfangen zu leuchten, wenn sie einen Strahlangriff auf den Gegner abfeuern wollen. Shimos Kopf ist fast so groß wie Godzillas Brust. Und jetzt gehen wir hier mal auf die Größe von Shimo ein. Wie gesagt, es gibt hier noch keine offiziellen Angaben über Shimo, was Legendary angeht oder was Warner angeht. Also wirklich dann die Instanzen, die wir wirklich brauchen, um zu sagen, jetzt ist es wirklich Stein auf Stein gemeißelt, was die Größe angeht. Allerdings gab es hier den einen oder anderen YouTuber, der sich bereits mit der Größe von Shimo auseinandergesetzt hat und der Meinung ist, ey, ich habe das Ganze geknackt. Und zwar wurden hierzu einfach die Szenen benutzt, die wir bisher von Shimo kennen. Und da haben wir ja wirklich schon einige bekommen. Zum einen haben wir diese Szene hier bekommen, in der wir sehen, wie Godzilla Shimo wegdrückt. Und dabei können wir wirklich sehen, ja, Shimos Kopf ist tatsächlich gewaltig im Vergleich zu Godzilla. Und auch die Aussage, dass Shimos Kopf alleine so groß ist wie Godzillas Brust, kann man damit auf jeden Fall bestätigen. Ebenfalls haben wir dann noch die Szene hier gesehen, in der wir sehen, wie Shimo vor Kong steht. Und da wir Kongs Größe ebenfalls kennen, wurde daraus so ein bisschen errechnet, wie groß Shimo jetzt wirklich sein kann. Ich habe euch das Video mal unten in der Beschreibung verlinkt. Das Ganze ist auf Englisch und es wird super gut erklärt. Das heißt, hier haben wir dann auch die Größenvergleiche, auf die ich jetzt hier einfach nochmal eingehen möchte. Denn laut diesem YouTuber hat Godzilla evolved von Schwanzspitze bis Kopfende eine Gesamtgröße von 120 Metern. Und ja, das kommt auch so ungefähr hin. Es wurden irgendwie 119, irgendwas Meter wurden mal angegeben. Da hat man das Ganze anhand der Pyramiden im Hintergrund sich so errechnet. Und ich glaube sogar, dass die Größe von Godzilla evolved bereits auch schon offiziell bekannt gegeben wurde. Das heißt, ja, Godzilla evolved ist eben dann irgendwas zwischen 119 und 120 Metern groß. Die Größe von Shimo wird jetzt von Kopf bis Schwanz auf Ganze, haltet euch fest, 365 Meter geschätzt. Und das Ganze ist gar nicht mal so unrealistisch, denn es wurde ja bereits betitelt oder eben auch gesagt, dass Shimo einfach mal fast doppelt so groß sein sollte wie Godzilla, wenn er eben oder wenn sie eben aufrecht steht. Und ich weiß, das wird immer wieder dementiert. Das sind auch ganz, ganz frühe Aussagen gewesen. Das kann sich genauso geändert haben wie auch das Geschlecht von Shimo später im Film. Allerdings hätten wir jetzt hier mit 365 Metern Länge von Shimo einen unfassbar gewaltigen Kaiju. Und ich werde euch jetzt hier einfach mal ein paar Bilder einblenden, die das Ganze mit einer Simulation dann mal darstellen würden, wie gewaltig Shimo wirklich im Vergleich zu den anderen Titanen wäre. Und wie gesagt, ich habe euch die Quelle zu der Größenangabe unten in die Beschreibung reingesetzt. Guckt euch das Video auf jeden Fall mal an und bitte hört auf, irgendwas reinzuschreiben. Nein, es wurde offiziell, es gibt noch keine offiziellen Statements zur Größe von Shimo, denn Adam Wingard selber wurde bereits danach gefragt, wie gewaltig denn Shimo jetzt wirklich ist. Und da haben wir eine offizielle Aussage von Adam Wingard bekommen, also dem Regisseur selber, der allerdings auch nicht mit Zahlen rausrücken wollte. Denn ich glaube tatsächlich, dass die Größe von Shimo hier eine riesige Rolle spielen wird. Und dass wir zweimal durch dieses gigantische Tier umgehauen werden im Kino. Einmal eben, wenn wir das Tier zum allerersten Mal sehen, auf allen vier Beinen. Und dann eben nochmal, wenn sich Shimo auf zwei Beine aufrichtet und dann eben nochmal Godzilla oder eben Kong bedroht. Allerdings hat Adam Wingard uns hier einen kleinen Hinweis in der Deadline hinterlassen, was wir denn von der Größe von Shimo erwarten können. Und sein Vergleich ist hierbei gewesen, man kann sich den Kampf Kong gegen Shimo ungefähr so vorstellen, als würde ein durchschnittlicher erwachsener Mann von um die 1,70 gegen ein etwas kleineres Pferd in den Kampf antreten. So ist ungefähr dann der Größenvergleich. Ist natürlich jetzt nicht sonderlich konkret, was das Ganze bedeutet. Auf jeden Fall, wie auch immer die Nummer ausgehen soll, wir wissen, dass Shimo einfach mitunter der größte Titan aller Zeiten ist. Und das nicht nur wegen ein paar Metern, nein, das wird auf jeden Fall sichtbar und spürbar sein, wie gewaltig diese Mutter der Titanen dann wirklich im Endeffekt sein wird. Jetzt bist wie immer du gefragt, hast du Bock auf den Film? Bist du bereit, Shimo endlich in voller Pracht zu sehen? Oder sagst du, ey, ich bin immer noch sehr skeptisch. Einige von euch schreiben mir immer wieder auch, boah, Tobi, ich weiß halt nicht, das Ganze ist irgendwie, ja, es wird mir immer suspekter mit dem ganzen Bund und es wird immer mehr so Marvel-mäßig. Jetzt wurde ebenfalls noch veröffentlicht, dass eine große Inspiration ist Fast and Furious 5 gewesen zu dem Film, was auch immer das bedeuten soll. Erstmal ist Fast and Furious 5 der letzte gute Teil der Fast and Furious-Reihe gewesen. Das kann man positiv sehen. Und zum anderen wurde auch damals beim Giganotosaurus gesagt, er ist der Joker des Jurassic-Universums. Und die Aussage ist bis heute vollkommener Bullshit, weil keiner weiß, was es genau zu bedeuten hat. Deswegen würde ich da einfach auch vorsichtig sein bei so Vergleichen wie Fast and Furious des Monsterverse. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Schreibt mir auf jeden Fall all eure Gedanken in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.